Ich frag mich, was wir bei der Brücke der Blumen finden. Jetzt müsst ihr. Ah, jetzt höre ich mich auch wieder besser. Weil ich habe da so einen kleinen Nebengeräusch, da höre ich mich selber auch mit. Und jetzt dürfte es wieder funktionieren. Hoffe ich mal. Auf jeden Fall schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Es war gerade so dumpf bei mir. Also ich habe mich so, wie als würde ich mich selber irgendwo ganz tief in dem Raum hören. Ganz komisch. Ich frage mich, was wir bei der Brücke der Blumen finden. Genau, und das ist der springende Punkt. Also wir kommen wieder zurück zu Fotos Game House, zu Part 7, zu Life is Strange, Two Colors. Ja, sterbliche Monster-Twist. Sind genau an der Stelle, ich sag mal, plus 2, 3 Sekunden, ist aber nichts passiert, wo wir den letzten Part aufgehört haben. So, auch die Leute an YouTube, herzlich willkommen zurück. Und ich würde sagen, viel Spaß dabei. Das sieht nach einem Oger aus. Oder er Troll. Hat ein Seelenjuwel. Guck mal. Gefällt euch mein Gürtel? Er besteht aus Menschenhaut. Was denkst du, sollten wir tun? Stechen? Wie wäre es mit etwas Gold im Austausch für deinen Rubin? Oh. Du hast meine Aufmerksamkeit. Wie viel? Zwei Gold? Zwei Gold. Was? Mehr nicht? Ich hau euch in Stücke! Ah, jetzt dürfen wir wieder kämpfen. Was war das? Even. Schild des Mutes! Werfe Stein! Beschützt durch das Schild des Mutes! Flammklinge! Ein Schaden und du stehst für die nächsten zwei Runden in Flammen! Nächsten Angriff. Werfe Stein! Ah! Zwei Schaden.
Ich brenne immer noch. Schild des Mutes! Schriftrolle der Heilung. Fëanor und ich haben wieder volle Gesundheit. Alle negativen Statuseffekte sind weg. Ergreifende Hymne. Verdoppelt Fëanors nächsten Angriff. Lebender Schlag! Gelähmt. Ich meine immer noch. Vier Schaden. Doppeltreffer. Beschützt durch das Schild des Mutes. Okay, dann der Ethan. Der hat noch die zwei Sachen. Okay, warte mal. Dann mache ich zurück und dann gehe ich mal zu Alex. Magie. Okay, bestimmt der Gott kurz nicht. Nein, nein. So, so. Heilende Szene, angreifende Hymne. Hypnotische Fuge. Alle Gegner sind gelähmt. Jetzt Alex normal. Ethan. Angriff. Der Nord ist. Feuerwelle. Drei Schaden für dich, ein für sie. Sorry. Das war's wert. Gelähmt von der Musik. Kann mich nicht bewegen. Ich glaube, in dem Spiel bin ich nicht so gut. nein. Alex. Zurück. Magie. Heilende Serenade. Plus eins Gesundheit für uns. Schriftrolle des Vorteils. Wir bekommen einen Extrazug. Zwei Schaden! Oh, Gott sei Dank. Der Oger liegt. Ogertroll. Hier, guck, was ich hab. Was haben wir denn da?
haben alle drei. Wir können jetzt zurück zum König. Ja. Okay. Was haben wir hier? Okay, der Troll war furchteinflößend. Gebe ich zu. Ist doch keine Schande. Nur eine Tatsache. Furchteinflößend zu sein, kann im Kampf schon ein Vorteil sein. Sag mal, was ist denn Troll? Da verwirrt sich doch eindeutig Ryan, oder? Wärst du lieber furchteinflößend oder gut aussehend? Furchteinflößend oder gut aussehend? Das Erste. Wie kommt's? Na, weil ich doch schon gut aussehe. Ha, ha. Wir haben noch Münzen. Sollen wir die ausgeben, bevor wir zurück zum König gehen? Gute Idee. Schauen wir mal im Emporium vorbei. Gut. Haben wir hier noch irgendwas? Wir haben zwar alle drei, aber man weiß ja nicht. Hier und da nochmal ein Hinweis. Joggerin? Was denkst du, wird König Tabor sagen? Ich hoffe, er sagt Danke. Ja. Eine Schriftrolle, die ein Zuhause sucht. Und her mit der nächsten Schriftrolle. Da war die Gast, der liegt immer noch dort. Dem gefällt's auf dem Boden. Allerdings haben wir das mit das andere Rätsel nicht rausgefunden, ne? Okay. Achso, warte mal. Das haben wir gefunden. Genau. Menschenskinder. Nicht hier. Ein Leben ohne Monster. Wie lange das schon her ist. Als in den Straßen Glocken klang und Kinderlachen widerhallte. Als in der Taverne. Ich glaube, hier müssen wir nochmal rein. Das hat sie ja gesagt gehabt, ne? Da können wir noch etwas ausgeben. Wenn ich es richtig mitgekriegt habe. Ich will. Sie will immer noch. Das passt doch.
Ein Gold, bitte. Ein Gold, bitte. Nein, kauf das nicht. Ich bin sicher, dass es da draußen nur ein Troll gibt. Okay, wenn du meinst. Ja, warte mal. Das hat sie ja zugemacht. Der Rest auch. Ah, okay, verstehe. Den Schädel haben wir gesehen. Als klassisch ausgebildete Bardin muss ich sagen, die Musik ist nicht schlecht. Mann. Mein Liebesleben hätte ein oder zwei Wahrheitszauber gebrauchen können. Ja, das hat man beim letzten Mal schon gesehen. Okay. Schmiederolle? Sonst ist ja nichts mehr. Okay. Ja, dann. Halt Abfahrt. Wir sind soweit durch. Zwinker die nochmal zunehmen. Okay, zurück zum Park. Gut, dann Typ auf der Bank. 1, 2, 3, ich kontrolliere mich. 1, 2, 3, ich kontrolliere mich. Das ist ein Buch für verdammte Kleinkinder. Nichts ist besser, als sauer auf dein Buch über Wutmanagement zu werden. Na denn. Ich glaube, wir haben die Rätsel haben wir noch nicht gelöst, ne? Das ist schade eigentlich. Das hätte ich gern noch. Ich weiß bloß nicht, ob wir es damit dann irgendwie. Der steht nämlich ja immer noch hier. Seht ihr? Ich warnte euch, sie zu meinen. Denn das Grauen wird euch im Gedächtnis verbleiben. Bereit zu antworten? Ich sage es gern nochmal. Es soll 3 von ihnen geben. Helden, längst tot. Geformt zu Seelenjuwelen. Blau, violett und rot. Wie lauten ihre Namen? Fürchtet der Täuschung Not.
Ja, moin, Jenna. Saphir, Rubin, ja, ne, ja, das ist ja eigentlich jetzt mal wieder, ne? Schwierige Entscheidung. Ich würde mal sagen, Saphir, so. Saphir, Amethyst und Rubin. Schade, dies sind leider nicht die gesuchten Namen. What? Das kann gar nicht sein. Abenteurer, ich wünsche euch alles Gute. Bitte, nehmt euch eine meiner Münzen. Hä? Will ich die ganze Zeit von... Warte mal. Können wir noch ein Rätsel hören? Oh, Mist. Sorry. Für ein zweites Rätsel fehlte mir der Mut. Verdammt. Ich dachte, das wären die gewesen. Nicht dann schlecht, Thanor. Hatte ich mich dann doch irgendwie... Danke. Verlesen gehabt. Hoppla. Naja. Gut. Ich war mir jetzt zu 100% nicht so sicher. Wir haben alle Juwelen. Gehen wir zurück zum König. Haben wir die? Ah, da kann man nicht vorbei, ne? Weil das Auto möchte. Natürlich. Ich meine, wir haben auch einiges an Schriftrollen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob wir alle haben. Ich gucke jetzt nochmal da hinten die Ecke nach. Auch schöne Wäldchen. Ich hätte hier beim Wolf eine hingelegt. Aber anscheinend ist hier nichts. Hier unten ist auch nichts. Auf der anderen Seite kommen wir gar nicht. Guck mal, hier ist ganz schön, noch ganz schön groß. Aber die Seite da drüben haben wir ja gar nicht gesehen. Da, wo das Bütchen ist und sowas. Guck mal, da liegt noch ein Dollar. Das ist ja ein Ding. Gabe, ich weiß, du hättest echt Spaß mit all dem hier gehabt. Was ist denn das für eine? Ah. Oh mein Gott, das ist meine Mom. Thanor, der Monsterjäger. Ihr seid endlich gekommen. Erinnert ihr euch an mich von euren vergangenen Abenteuern? Du bist Noteria, der Waldgeist. Ihr habt eure Quest gut gemeistert. Der Wald ist beeindruckt. Er hält eine Belohnung für euch bereit. Seht nur, dort. Was ist das? Na, Jenna, alles okay? Wie geht's? Das Himmelsschwert. Das Himmelsschwert der Macht. Früher nannte man das Excalibur. Ah, nee, war in einem Stein drin, ne? Es hat den Knauf und den gleichen Griff und diesen Teil für die Juwelen. Wie haben sie das gemacht? Kann ich es wirklich nehmen? Aber setze es bitte nur für Gutes ein. Um anderen zu helfen und so. Okay. Jo, löbt war? Aha. Auch soweit, ja. Hab lange mich noch mit der Phönix so ein bisschen unterhalten. War schon. Bitten? Ach, läuft, wa? Ja, er läuft. Auch.
aber ich habe mal löbt und ich so, hö, okay, aber ich kenn's. Achtung, Monster, Verzeihung erfüllen. Ich würde sagen, wir gehen mal vor. Die Prophezeiung erfüllt, in unendliche Macht ist Fenor gehüllt. Das Schwert an mich nehmen und die Juwelen. Gravius, Herrscher der Unterwelt. Ich hätte wissen müssen, dass du König Tabor warst. Ihr Narren, ihr habt die Juwelen, die ich brauche, gesammelt und sie direkt zu mir gebracht. Du liegst falsch. Die Juwelen sind jetzt Teil der Waffe, die dich erschlagen wird. Jetzt gib sie mir! Schriftrolle des Vorteils. Okay. Ist er dran? Nee, wird er wieder dran, okay? Verstimmter Akkord! Oho! Tanor? Zorniger Schlag! Feuerring! Nein! Flammklinge! Ich beschwöre die Höllenwut! Allen, die sich mir widersetzen. Verflucht sei dieses Feuer. Oh.
Haben wir nicht noch ein paar Schriftrollen? Wollte ich kurz haben. Auf jeden Fall erstmal der Heilung. So, dann. Nein. Was hat man? Haben wir bloß noch das? Wie viel? Wir haben beides bloß noch das. Das ist schlecht. Was hat denn der Tarn noch so drauf? Flammenklinge? Stich hat er noch nicht. Shit, das war die falsche. Das hätte ich ja nachbringen sollen. Oh, ich glaube, das geht nicht gut aus. Verflucht sei dieses Feuer! Schriftrolle der Gewandteil. Hypnotische Fuge. Gelebt von der schönen Musik. Verflucht sei dieses Feuer. Schriftrolle des Vorteils. So, dann... Schild des Mutes! Was gerade passiert ist. Der letzte Kampf war episch. Ja, aber das Beste war, als wir... Mir zu. Du bist nicht schuld. Wirklich. Du kannst nichts dafür. Okay? Nee, kann er ja auch nicht. Nicht wirklich.
Charlotte? Hier drüben. Ach, unsere Dealerin des Vertrauens. Und die ehemalige Geliebte von ihrem Bruder. Die lebt auch so ein bisschen in ihrer eigenen Welt. Künstler halt. Ja, guck an. Bildhauern tut's auch noch. Danke fürs Kommen. Na klar. Hat Ethans Vater ihn schon abgeholt? Ja, sie sind eben los. Vielleicht besser für ihn, erstmal ein paar Tage raus hier. Ich wollte mich bloß bedanken. Ethan hat das gebraucht. So. Alle haben gut mitgemacht. Aber schön, dass das cool fand. Er hält viel von dir, weißt du? Nach all dem bist du sowas wie seine Heldin. Er ist mein Held. Wie kreativ er ist. Du musst echt stolz auf ihn sein. Er war so aufgeregt, als du mit dem Schwert aufgetaucht bist. Ich denke, das galt eher dem Schwert. Vielleicht. Aber ich denke, dass er glücklich war, dich in seiner Welt zu sehen. Es tut mir leid. Mir geht's gut. Gott, Alex, beachte mich nicht, okay? Es ist nur echt viel los. Das stört mich nicht. Mir ist vieles los. Das stört mich nicht. Gar nicht. Möchtest du reden? Ist wirklich lieb, aber mir geht's gut. Danke fürs Vorbeikommen. Wir sehen uns auf dem Fest. Charlotte, ich sehe das etwas... Ich sagte nein, verdammt! Hörst du nicht zu? Scheiße. Was ist denn jetzt schon wieder los? Das war nicht okay. Wo kam bloß diese Wut her? Ihre Wut ist so intensiv. Vielleicht gibt es hier etwas, das mir zeigt, warum. Gabe, das ist deine Schuld. Warum hast du mir beigebracht, wieder jemanden zu brauchen, nur um mich dann zu verlassen? Oh. Verlustängste. Die haben wir ja alle. Tragen wir alle mit uns. Ryan, es ist deine Schuld.
Du sollst uns beschützen. Warum konntest du es nicht? Die Katze da am Strickbaumel, das ist nicht normal, oder? Für eine kleine Mietkatze. Die sieht ja interessant aus. Nette Kunst. Alex, es ist deine Schuld. Alle lieben dich. Aber ich kann dich nicht ansehen, ohne daran zu denken, wie beschissen alles ist, seit du aufgetaucht bist. Luis? Sie ist so wütend auf alle um sie herum. Aber da ist noch was anderes. Was stimmt nicht mit mir? Ich darf diese Gefühle nicht zulassen. Wann bin ich zu so einem verfluchten Monster geworden? Ethan! Es ist deine Schuld! Warum konntest du verflucht nochmal nicht einfach hören? Du bist wütend auf Ethan. Du gibst ihm die Schuld. Ich bin eine schlechte Mutter, Alice. Charlotte. Charlotte. Ich hasse meinen Sohn, Alex. Er ist lieb und kreativ und das Allerwichtigste im ganzen Universum für mich. Und ich hasse ihn. Ich glaube, solche Gefühle hatten wir doch mal öfters mal. Es hat nur mich und ihn gegeben. Es hat so lange gebraucht, zu lernen, damit auszukommen. Und das tat ich. Und dann kam Gabe. Ich kann damit umgehen, Ryan zu hassen. Oder dich. Oder sogar Gabe. Aber Ethan? Wenn er nur gehört hätte, wäre Gabe noch am Leben. So sieht's unterm Strich aus. Aber so zwischenzeitliche Dinge hat man schon in Life is Strange 1 und 2. 3 finde ich, muss ich jetzt mal sagen, nicht schlecht, weil die Thematik noch ein bisschen tiefer geht als wie in 1. Da ging es mehr so um die Teenagerzeit, ich weiß nicht, ob jemand da so ein bisschen auskennt, als bei Life is Strange. Wenn nicht, dann einfach bei mir auf YouTube einfach mal nachschauen. War auch schon sehr interessant gewesen. Teil 2 fand ich bis jetzt immer noch hin der beste Teil, wo die zwei Brüder unterwegs sind oder müssen unterwegs sein von zu Hause. Warum? Deswegen ist halt, findet ihr auch bei mir auf dem YouTube-Kanal. Da unter Life is Strange Collection, da ist es auf jeden Fall drin. Und ja, das war einfach von der Thematik her sehr, sehr mitgreifend. Und vor allen Dingen, wir kennen ja Life is Strange, da gibt es mindestens 2 Enden, beziehungsweise optional 3 und 4 Enden. Das wissen wir ja mittlerweile schon. Ob das hier bei Life is Strange 3 auch so ist, vermute ich einfach mal sehr stark. Mm-hmm.
Deine Gefühle zählen, deine Taten zählen. Ich probiere es mal damit. Was du fühlst, macht mehr Sinn, als du glaubst. Dein Schmerz zählt auch. Nichts davon zählt, verdammt! Er ist tot! Und ich wünschte, ich wär's auch. Louis, spielt dir teures Selbstgodam? Und es gibt nichts, was ich sagen kann. Wir können die Wut irgendwie nehmen. Ich wollte gerade sagen, wir können nur die Wut entnehmen. Dafür haben wir ja die Fähigkeit. Wie gesagt, an allen anderen zwei Teilen hat jeder eine andere Kraft. Teil 1 wissen wir ja ungefähr die Kraft. Teil 2 wussten wir auch. Ich kann ihr ihre Wut die Kräfte nehmen. Von den jeweiligen Kindern, beziehungsweise wer welche Kraft hatte. Und hier wissen wir es ja auch, dass sie halt das fühlen und Gedanken lesen kann. Und selbst wenn ich es kann, sollte ich es tun? Ich kann aber so ein Mal verraten, wie gesagt, Life is Strange 1, konnte sie die Zeit zurückdrehen. Und Dinge versuchen, ungeschehen zu machen, was natürlich nicht immer positiv war, was natürlich, Folgen hatte. Und man muss überlegen, wann und wie man es einsetzt. Und in Teil 2 war es eher mehr die Kraft der Lenkung. Mehr sage ich nicht dazu. Und das findet ihr, wie gesagt, auf meinem YouTube-Kanal bei Life is Strange Collection. So. Sie in Ruhe lassen. Wir werden versuchen. Ich kenne mich. Ich würde gleich dafür entscheiden, Charles Wood zu nehmen. Aber was es natürlich für Folgen und Ausgehen hat, das sieht man ja immer in den Momenten. Das ist ja in allen drei Teilen gleich, sage ich mal. Also natürlich jetzt hier ein bisschen besser dargestellt im Laufe der Jahre. Aber man ist immer so in einer Entscheidungssache. Und es ist schwierig, weil die Geschichte dann ihren anderen Lauf nimmt. Ich würde es ja nicht in Ruhe lassen. Ich versuche, wir nehmen die Wut. Wir nehmen es einfach. Ach, das Laternchen, das heißt ein gutes Zeichen. Das ist in jedem Spiel auch so gewesen, dass es irgendein anderes Zeichen war. Na, Teil 1 war es der Schmetterling. In Teil 2 war es das Wolfszeichen. Und die Pfote. Hier ist es natürlich das Laternchen. Oh. Aber wir wissen, dass sie die Kraft nicht ganz kontrollieren kann. Die muss irgendwann mal raus. Alex? Alles okay. Ist bei dir alles okay? Ja. Ja, ich denke schon. Scheiße. Bin ich ausgerastet? Es tut mir leid, Alex. Ich wurde irgendwie überwältigt. Sicher, dass alles gut ist? Ja, ich denke schon. Ich stand wohl neben mir. Das passiert offenbar, wenn man nicht schläft. Ich habe meine Skulptur zerstört. Es wirkt so verrückt hier drin, aber ich fühle mich... Wie fühle ich mich? Hey, geh nach Hause. Du bist erledigt. Ich meine es ernst. Mir geht es gut. Ich sehe dich heute Abend. Komm. Hätte ich was anderes antworten? Nein, eigentlich nicht. Wäre natürlich mal witzig gewesen, interessant gewesen, wenn wir einfach gegangen wären. Aber ich glaube, das wäre irgendwann mal
eskaliert. Beziehungsweise wären wir eher auf einer ähnlichen Entscheidung wieder getroffen. Wird Typhon von den Illuminati geführt? Das erklärt das verschwörerische dreieckige Logo. Boom. Code geknackt. Hey. Alex. Und? Wie lief die Sache mit Charlotte? Weißt du, ich glaube, sie würde wollen, dass es zwischen uns bleibt. Sorry. Natürlich. Muss dir nicht leid tun. Also, bitte sag mir, dass der USB-Stick alle Geheimnisse von Typhon enthüllt. Noch nicht, aber... Alex... Wir haben eine Aufnahme von Gabes Anruf gefunden. Das sollte ich mir wohl anhören. Yep. Glaube auch. Ich muss es wissen. Wir sind für dich da. Okay? Aber erst gucken wir uns nochmal unsere E-Mails an. Hör die Aufnahme an, toll. Und zwar, wir haben WhatsApp. Okay. Der Dougie, was hat denn der Dougie geschrieben? Freude, um live an Action ohne teilzunehmen zu können. Ach, der Ducky, da hat er hier in der Bar gespielt, den kleinen Zwerg. Wir erinnern uns. Na. So. Wir überfliegen das natürlich. Was haben wir noch im Tagebuch? Ist noch was offen? Okay. Da fehlt bestimmt noch ein Eintrag. Die sollte man ja auch hin und wieder aktualisieren. Sonst ist hier nichts mehr. Gucken wir mal ins Tagebuch nach. Oh, Charlotte's Wut. Ah. Okay. Dann, ich will nicht. Nein, ich will nicht. Doch, ich muss. Nein. Doch. Innere Zerrissenheit. Verdammt, ich will nicht. Ich muss es wissen. Also muss ich mir diesen Anruf anhören. Dann würde ich sagen, wenn sie das auch noch selber sagt, dann würde ich sagen, wir spielen es ab. Sicherheitsdienst. Mac, ich bin's. Fick dich, Chen. Ja, okay, hör einfach zu. Du musst unbedingt die Explosion abblasen. Ethan ist im Sprengungsradius. Scheiße. Er könnte dabei draufgehen. Was zum Teufel stimmt nicht mit euch? Er hat sich davongeschlichen. Wir sind jetzt hier oben und versuchen, ihn zu finden. Mac, bitte. Okay, ich bin dran. Wir stoppen die Sprengungen. Fuck. Du hast keine Ahnung, wie tief ich deshalb in der Scheiße sitze. Danke, Mac. Spar dir das. Ich mach nur meinen Job. Sie haben ihn ignoriert. Das ist echt abgefuckt. Du weißt, dass es übel ist, wenn Mac sich als der Gute herausstellt. Alex. Alles okay? Wir kriegen sie dran. Versprochen. Was soll das denn? Es ist alles egal. Es ist alles scheißegal. Tod, verdammt! Cool bleiben. Fuck it. Ich muss mir das nicht geben.
sollte ihr nachgehen. Wir sind dann unten, okay? Ist cool, ein Palettentisch. Im Moment zählt nur dieser Wichser dran zu kriegen. Auf dem USB-Stick finde ich, was ich brauche. Ich muss ihn unbedingt durchsuchen. Ein ungeklärter Fall und ein schales Bier. Die hat Ryan aus der Station mitgebracht. Hoffentlich kann ich sie jetzt gebrauchen. Super wichtig für jede gute Ermittlung. Gebratenen Reis? Ist das wichtig bei jeder Ermittlung? Wenn das mit mir passiert, was passiert dann mit Charlotte? Jetzt hätte Gabe sicher nichts dagegen, wenn seine kleine Schwester seine Sachen durchwühlt. Gabes Anruf kam um 20.41 Uhr vom Satellitentelefon. Ich sollte mir den nächsten Anruf anhören und sehen, was ich rausfinden kann. Was um 21 Uhr? Jetzt bin ich ein bisschen verdutzt. Sicherheitsdienst. Mac, ich bin's. Fick dich, Chen. Lina, Diane hier. Wir haben ein Problem. Sie machen Witze. Ein Kind hat sich in der Nähe der Grube verlaufen. Wir müssen es verschieben. Lina? Haven ist ihr Gebiet, Diane. Es ist ihre Entscheidung. Ich weiß, dass ich Sie nicht an die Risiken erinnern muss. Jemand könnte verletzt oder getötet werden. Das haben wir doch schon besprochen. Wer sich da oben aufhält, hat alle Warnhinweise ignoriert und trägt dafür die volle Verantwortung. Wir reden hier von einem Kind. Ich bitte doch nur um einen Tag. Wenn Sie die geplante Sprengung verschieben, riskieren Sie Reas Entdeckung. Das wäre ein Risiko für die gesamte Firma. Wollen Sie das? Nein. Nun, dann ist Ihnen ja völlig klar, was Sie zu tun haben. Melden Sie sich danach per Mail. Mach ich. Also dachte Typhon, dass Rhea, was immer es auch ist, es wert war, unsere Leben zu riskieren. Hoffen wir mal, dass Dianes E-Mail Aufschluss gibt. Von diesen Inspektionen scheint echt viel abzuhängen. Was auch immer Typhon vorhatte, es sieht so aus, als wären sie damit durchgekommen. Okay. Ein Frühlingsfest. Das muss davor gewesen sein. Das ist die E-Mail, die Diane erwähnt hat. Also, was ist Rhea? Betrieb heute Abend. Sie haben mich ermahnt, ich habe ihn verflucht nochmal gewarnt. Rhea ging unbemerkt los, weil sie darauf bestanden haben. Und jetzt, jemand ist tot. Sie haben einen besseren Plan. Ich gehe nicht deswegen unter. Zumindest nicht alleine. Was ist Rhea, genau? Rhea wurde verdeckt ausgelöst. An diesem Abend gab es eine zweite Explosion? Was hat Lina gesagt? Ohne die geplante Explosion wird Rhea entdeckt werden. Es war eine Ablenkung. Sie haben die Explosion, die Gabe getötet hat, ausgelöst, um eine andere zu verheimlichen. Deshalb konnten sie nicht warten.
Wenn ich rausfinden kann, wo die Sprengung durchgeführt wurde, sagt mir das vielleicht, warum sie so wichtig war. Ich habe mir das andere gerne nochmal angeguckt. Babam, 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 babam. Wo ist er denn jetzt? Von diesen Inspektionen scheint echt viel abzuhängen. Eine zweite Explosion? Das ist ja voll das Bond-Bösewicht-Niveau. Er hatte einen Namen und ein Leben. Und eine Freundin. Und eine Schwester. Ich wette, in diesem Moment hat Diane beschlossen, Beweise auf den USB-Stick zu kopieren. Ah, okay, 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 okay. Ein bisschen zum USB-Stick rüber. Alter, dafür hat Diane ihre Seele verkauft? Eine nette Art zu sagen, denk immer daran, dass ich dich in der Hand habe. Situation? Du meinst den Kerl, den du getötet hast? Ah. Wie schade, dass Typhon nicht alle Probleme mit Geld lösen kann. Warte mal, Moment, Moment. Er sagt es, als sei es beschlossene Sache. Okay. Wer hätte gedacht, dass mit einem Mord davonzukommen so bürokratisch sein kann? Das Timing ist einfach zu gut, als dass es wirklich ein Zufall sein könnte. Das sehe ich mich gerade genauso. Dass die Inspektion auf jeden Fall genau noch da nochmal stattgefunden hat. Und ich dachte, die Arbeit in einem Tagebau wäre furchteinflößend. Okay. So, dann... Diane hat Akten über den gesamten Stadtrat von Haven. Das ist ja mal gar nicht gruselig. Typhon weiß von Eleanors Demenz? Scheiße. Na klar, die Stadt ist überwacht, das wissen wir ja mittlerweile. Die gucken sie, haben ja überall Kameras mittlerweile installiert. Die wird nicht so sicher sein, wenn ich Jet sage, was an dem Abend wirklich passiert ist. Die Einverständniserklärung kam mir doch gleich komisch vor. Armer Ducky. Das wusste ich nicht. So, Pike-Jason-Abstimmung. Wir können wahrscheinlich verliebt zu sein. Was? Pike ist... Okay. Es gibt Wichtigeres zu tun. Pike ist... Ah, ja. Okay. Okay, okay, okay. Das ist Rhea. Scheiße. Diese Karte ist zu klein, um zu sehen, wo es ist. Ich brauche eine Karte. Das ist der Ort des Typhon-Mineneinsturzes von 2008. Warum würden sie eine Explosion in ihrer jetzigen Mine auslösen, um eine in ihrer alten zu verheimlichen? Weil dann nicht mehr vorgebaut werden darf. Gab es nicht gerade erst Inspektionen in der alten Stätte von Typhon? Sie haben nichts abgebaut. Sie haben etwas begraben wollen. Ich war aber noch nicht fertig. Ich wollte noch ein bisschen durchgucken. Verdammt. Anscheinend sind wir doch fertig. Okay.
Guck mal an. Da haben sich doch einige umentschieden. Also ich bin zwar auch wieder bei der Mehrheit dabei, dass die Mut genommen, aber sogar 50-50-50 haben die, hat man sich fast entschieden. Also 47%, 53 ist nicht viel. Das sind wohl welche doch sehr skrupellos. Okay. Eve und Alex gingen in den Kampf nie K.O. Aber guck mal an. 96%, da bin ich doch mit der obersten Spitze mit dabei. Troll wurde im Kampf getötet. Der Troll hat eine Bestechung ging also doch, habe ich mir doch gewucht. Die Schlange wurde eingeschläfert. Okay, 52%, die Schlange wurde erschlagen. Okay. Okay, 100%. Dem anderen hat scheinbar keiner sich entschieden. So, und jetzt nochmal zum Anfang. 64% sind reingegangen, ich auch. Von der Demenz, das erfährt man doch ziemlich am Anfang. Also 36%. Entweder haben sich so viele Leute das immer nur nicht interessiert, richtig oder nicht richtig nachgefragt. Da müsst ihr drauf achten bei diesen Spielen. Bei Life is Strange, egal welcher Teil, die Leute löchern und fragen, um eigentlich weiterzukommen. Das ist so, ja, ein bisschen Detektiv, Point and Click. Nur so kommt man eigentlich an die Ziele ran. Nicht an alle, manches ist es auch verwirrend, aber manches, oder die Mehrheit davon, ist wichtig, um viele Dinge freizuschalten, um viele Möglichkeiten und neue Wege offen zu halten, was am Ende einen sehr ziemlich weiterhelfen kann. Nur vorab schon mal. So, okay. Dann würde ich sagen, nächstes Kapitel. In der nächsten Folge. Das war's auf jeden Fall. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Und freue mich natürlich beim nächsten Let's Play wieder hier bei Phonis Gamerhaus. Kapitel 4. Flackern. Und warum und wie es flackert, bis demnächst. Da wissen wir mehr. Ade, macht's gut. Ciao.